Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du hier wieder eingeschaltet hast. Heute in dieser Aufzeichnung, in diesem Video geht es darum, wie du das Gesetz der Polarität nutzt, um magisch, anziehend, attraktiv und vor allem unwiderstehlich in Beziehungen zu werden und dauerhaft zu bleiben. Darum geht es in diesem Video und darum geht es auch in unserem baldigen Workshop. Da werden dir die liebe Juliane und ich in unserem fünftägigen Workshop ganz viele Meisterschlüssel an die Hand geben, wie du magisch anziehend, attraktiv und unwiderstehlich in Beziehungen wirst und bleibst. Ja, also heute gebe ich dir einen vieler Meisterschlüssel schon mal an die Hand und ja, wenn du mehrere haben möchtest, dann sei bei unserem Workshop dabei. Komm einfach in unsere Facebook-Gruppe, die Meisterschlüssel zur Heilung des inneren Kindes. Ja, den Link findest du, je nachdem, wo du dieses Video findest, auf YouTube unten in der Infobox, auf Facebook entweder in den Kommentaren oder über ein Video. Und ja, je nachdem, wo du mein Video gibst, gib mir gern ein Herzchen oder ein Like, ein Daumen hoch auf YouTube oder ein Herzchen auf Instagram und abonniere meinen Kanal, abonniere meine, ja, abonniere auch meinen Instagram-Kanal und komme in meine Facebook-Gruppe und wir freuen uns auf dich. So, das Gesetz der Polarität nutzen und attraktiver werden. Wie machst du das? Ja, heute verrate ich dir ein Geheimnis, was ganz viele feinfühlige, hochsensible Menschen machen, was ich früher auch gemacht habe und womit ich oder auch meine Klientinnen, die oft zu mir kommen, ihre Partner sehr oft in den Rückzug treiben oder auch nur toxische Partner anziehen, ist der Grund. Sorry, Hals kratzt. Einer der Gründe dafür ist, dass sie viel geben, 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 dass sie den Partner auf den Podest stellen und viel, viel geben, aber nicht darauf achten, dass das im Gleichgewicht ist, dass, ja, dass dann genauso viel zurückkommt. Feinfühlige, hochsensible Menschen sind meistens gut darin, die Bedürfnisse anderer zu erkennen, aber ihre eigenen Bedürfnisse, ja, die kommen immer zu kurz und sehr viele kennen noch nicht mal ihre eigenen Bedürfnisse und achten nicht darauf, dass die Bedürfnisse und die eigenen Wünsche nicht von den anderen erfüllt werden. Und dadurch verlierst du meistens den Respekt und die Attraktivität, deine Attraktivität bei anderen Menschen, weil du dich dadurch nicht selber respektierst und du wirst dann quasi eine Einladung für alle sogenannten Energievampire, die an dir saugen und lädst dadurch oft narzisstische und nur toxische Partner in deinem Leben ein, indem du nicht darauf achtest. Und stell dir mal vor, du gehst Ping-Pong spielen. Würde es dir Spaß machen, wenn du als immer jemanden den Ball zuschmetterst und zuschmetterst und zuschmetterst und da ist kein Partner, Ping-Pong-Partner, der dir den Ball auch wieder zurückwirfst? Würdest du da auch nicht den Spaß und die Freude verlieren? Ja, als Ping-Pong-Spieler immer nur derjenige sein, der den Ball schmettert, 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 schmettert und da spielt keiner mit dir. Und darum geht es auch, um unwiderstehlich in Beziehungen und attraktiv zu wirken, darfst du darauf achten, dass du einen Gegenüber hast, einen potenziellen Partner hast, der dir auch den Ball mal zurückspielt. Also wenn der das nicht macht, dann höre auf, den Ball zu schmettern, solange bis irgendwas von deinem Gegenüber kommt. Und vertraue mir aus eigener Erfahrung und aus Erfahrung mit ganz vielen Klientinnen, die ich schon, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe,
vertraue mir. Plötzlich respektieren dich die Partner viel mehr und wertschätzen dich viel mehr. Und vor allem, du lädst auch die narzisstischen Partner und toxischen Partner aus deinem Leben aus. Denn wenn diese Menschen nichts für dich tun, dann haben sie nichts in dein Leben zu suchen. Denn du bist eine Königin, solltest dir auch so ein Krönchen aufsetzen und solltest nur Menschen reinlassen, die, ja, die dich wertschätzen, die dich respektieren, die auch mal was für dich machen und die Menschen aus deinem Leben gehen lassen, die das nicht tun. So einfach ist das. Und wenn du es vielleicht noch nicht tust, dann steckt vielleicht eine Verlustangst da, dass du Angst hast, den anderen zu verlieren. Und aber vertraue mir, wenn du nicht auf dich selber achtest, verlierst du am Ende nur dich selbst. Und wie du die Verlustangst transformierst, wenn du eine Verlustangst hast, darüber, ja, das wirst du auch in unserem Meisterschlüssel-Workshop erfahren, die Meisterschlüssel zur Heilung des inneren Kindes. Das wird Mitte Oktober stattfinden. Die genauen Daten findest du dann in der Facebook-Gruppe, die Meisterschlüssel zur Heilung des inneren Kindes oder unterhalb des Videos oder in Instagram. Geh einfach auf meine Bio und da kannst du in die Facebook-Gruppe, da ist der Link zu meinen Facebook-Gruppen drin und zu allen anderen Kanälen auch, einfach auf Linktree gehen. Ja, also. Lass die Menschen aus deinem Leben gehen, die dich nicht respektieren, die auch nicht viel zu dir, nicht viel für dich machen. Hör auf, diese Menschen auf einen Podest zu stellen. Denn wenn du andere Menschen auf ein Podest stellst, da wirst du dann auch so behandelt von oben herab. Dann bist du, und wenn du andere so behandelst, als ob, ja, du ihr Fan bist, dann wirst du nur ihr Fan sein und landest auch irgendwo auf einer Ersatzbank. Oder diese Menschen nehmen dich dann nicht ernst. Ja, oder du lädst halt quasi nur toxische und narzisstische Partner dazu ein, um diese Menschen aus deinem Leben auszuladen. Ja, höre auf, etwas für Menschen zu tun, die nicht genauso viel für dich machen. Lass dich von anderen Menschen respektieren. Nutze das Gesetz der Polarität. Denn wenn du bisher vielleicht eventuell nur toxische und narzisstische Partner in dein Leben gezogen hast, dann liegt es daran, dass du zu sehr in einer Polarität warst und dann möchtest dir quasi ja das Leben zurück, möchte dir das quasi das Leben so zeigen, dass du nicht auf dich achtest, indem es dir Menschen schickt, die genau in der anderen Polarität sind, wie du, die zu egoistisch sind, die spiegeln dir, wo erlaubst du es dir auch mal nicht, egoistisch zu sein und wirklich nur mal auf dich selber zu achten. Sie sind meistens ein Spiegel für dich. Und wenn du genug Selbstliebe entwickeln möchtest, lass diese Menschen gehen und ach, fange darauf an, auf dich selber zu achten, dir Zeit für dich zu nehmen, dir deine Wünsche und deine Bedürfnisse zu erfüllen. Und lass diese Menschen aus deinem Leben gehen, denn das sind Energievampire. Oft ist es so, wenn wir viel geben, 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 dann zapfen Menschen an unserer Energie. Vielleicht kennst du das auch, dass du dich oft energielos fühlst, als ob jemand an deiner Energie zapft. Meistens ist es so, dass die unbewusst wie so Energiebänder an, ja, die entwickeln so wie Energiebänder, wo du zu einer Energietankstelle wirst, wo man dran zapfen kann. Und damit solltest du aufhören. Trenn diese Energiebänder. Ja, lass diese Menschen aus deinem Leben gehen, die dich nicht respektieren, die nicht auch was für dich tun. Höre auf, Ping-Pong alleine zu spielen, den Ball alleine zu schmettern. Achte darauf, dass du einen Partner hast, wo das Geben und Nehmen im Ausgleich ist. Und vertraue mir, du wirst dadurch viel attraktiver und unwiderstehlicher in Beziehungen werden.
wenn du darauf achtest. Und die Menschen, die eh nur da waren, um zu nehmen, zu nehmen, zu nehmen, die brauchst du nicht. Um dich selber zu wertschätzen, zu respektieren, lass diese Menschen aus deinem Leben gehen. Die haben nichts in dein Leben zu suchen. Und lade stattdessen die Menschen ein, die gerne auch dir etwas geben, dir Liebe und Zuneigung schenken, die was für dich tun. Lade diese Menschen in dein Leben ein und lass nur Menschen in dein Leben, wo ihr zusammen Ping-Pong quasi spielt. Ja, dadurch wirst du magisch anziehend und unwiderstehlich in Beziehungen werden. Vertraue mir drauf, vertraue mir, denn ganz viele Klientinnen haben das in meiner Coaching-Begleitung erreicht und auch du kannst das erreichen. Und ja, nehme unbedingt an unserem kostenfreien Workshop teil, denn da werden wir dir viel, viel mehr Tipps geben, wie du magisch anziehend, unwiderstehlich in Beziehungen wirst und dauerhaft bleibst. Ja, schau also, je nachdem, wo du dir das Video anschaust, wie gesagt, YouTube, geh bitte unten in die Infobox, Facebook, entweder oben im Video oder in den Kommentaren oder beides. Instagram, geh in meine Bio rein. Dort gibt es einen Link, der heißt Linktree. Klick da drauf und da findest du die Links zu allen meinen Kanälen, zu meinem YouTube-Kanal, zu meiner Facebook-Gruppe, die Meisterschlüssel zur Heilung des inneren Kindes. Dort findet der Workshop statt. Und da stehen auch die ganzen Termine dann, wenn du in die Facebook-Gruppe kommst. Und so wie auch zu allen anderen Kanälen zu mir findest du alles in Instagram, ja, in meiner Bio bei diesem Linktree, wenn du da draufklickst. Also in diesem Sinne, ich freue mich schon, dir viel weitere Tipps an die Hand geben. Nimm unbedingt an unserem Workshop teil. Die Plätze sind begrenzt. Wir können nicht so viele aufnehmen. Ja, weil wir einen ganz persönlichen Workshop anbieten wollen und wollen, dass jeder ganz viel Nutzen dafür hat und wirklich magisch anziehend und unwiderstehlich wird. Also Krönchen aufsetzen und dabei sein. Und ich freue mich, dich zu begleiten, so wie viele andere wundervolle Seelen auch, die magisch anziehend, unwiderstehlich und attraktiv mittlerweile in Beziehungen sind. Bis zum nächsten Video und bis zum Workshop. Ich freue mich auf dich. Tschüss.